Hallo, liebe Deutschlernende. Heute habe ich eine Frage an euch. Ich habe eine Bitte um Feedback. Jetzt kommt die Sonne ein bisschen raus. Ja, ich habe mich vorhin ein bisschen geärgert, dass die Sonne gar nicht so sehr scheint, aber die Sonne kommt jetzt ein bisschen raus. Das heißt, die Wolken lichten sich langsam ein bisschen und die Sonne scheint mehr. Na gut, also das wird noch schwanken im Laufe der Zeit. Ja, also die Frage, die ich heute an euch habe, ist, ich habe ja zwei Videos gemacht, in denen ich ein Buch vorgestellt habe. Ja, also ich habe das erste Video rausgebracht von meinem Buchkurs, und das hat länger gedauert, als ich dachte. Ich meine, ich habe auch einen sehr, sehr langen Artikel geschrieben. Ja, vielleicht habt ihr diesen Artikel gesehen, bei authenticgermanlearning.com/Sachbuch 1 oder Non-Fiction 1 könnt ihr auch schreiben. AuthenticGermanLearning.com/Non-Fiction 1. Ja. Und da habe ich ein paar Features eingefügt. Also ich habe das so gemacht, dass ihr den Text übersetzen könnt. Ja, in einer Sprache, in irgendeine Sprache. Ihr könnt den Text auf Englisch übersetzen oder auch auf Französisch, Italienisch, Spanisch, was immer ihr wollt. Und so könnt ihr den deutschen und den fremdsprachigen Text dann vergleichen und könnt so auch ein bisschen Deutsch lernen. Und meine Frage an euch ist, wie nützlich war das für euch? Ja, wie sehr hat euch dieser Artikel geholfen? Habt ihr den Artikel überhaupt gesehen? Habt ihr ihn gelesen? Meine Vermutung ist, dass der Artikel für viele ein bisschen überwältigend ist, weil er sehr lang ist. Ja? Und ich habe sogar noch meine persönlichen Notizen am Ende angefügt, aber da habe ich es so gemacht, dass man den Text auch verstecken kann und zeigen kann, ja, dass es nicht ganz so überwältigend ist. Also es ist sehr, sehr viel Material, dieser Artikel, ja. Das ist sehr viel Material. Und ich denke, das nächste Mal werde ich es ein bisschen kürzer machen, ja. Da werde ich mich wirklich nur auf drei Hauptpunkte konzentrieren oder so, ja. Ich werde es versuchen, so übersichtlich wie möglich zu machen, ja. Übersichtlich ist ein schönes deutsches Wort, was meiner Meinung nach keine gute englische Übersetzung hat. Ja. Übersichtlich im Deutschen heißt, dass man überschauen kann und man weiß gleich, worum es geht. Ja. Übersichtlich. Und ich möchte so die Artikel natürlich übersichtlich machen. Ja. Also, um es kurz zu fassen, meine Frage an euch ist, möchtet ihr mehr Buchrezensionen? Ja, ich habe nämlich noch kein Feedback erhalten und ein paar von euch haben gesagt, ja, ihr möchtet das sehr gerne haben. Deutsch lernen und Bücher verbinden, das ist eine tolle Kombination. Und ich möchte diesen Buchkurs natürlich so machen, dass er auch ja, passend für euch ist. Ja, das heißt, wenn ihr irgendwelches Feedback habt, ja, egal was, wenn ihr meint, ja, ihr fandet das gut oder ihr fandet es nicht so gut oder ihr fandet es zu lang, oder ihr wollt andere Features haben oder so, sagt mir Bescheid, und dann mache ich mehr Buchrezensionen. Das mache ich gerne, mehr Buchrezensionen. Aber im Moment möchte ich mehr machen, aber ich möchte sie auch nur machen, wenn ich weiß, dass das für euch nützlich ist. Ja, das ist immer die Hauptsache für mich. Ich möchte, dass es auch nützlich ist. Insofern schreibt mir mal eure Gedanken zu der ersten Buchrezension
authenticgermanlearning.com/sachbuch1, authenticgermanlearning.com/nonfiction1. Sagt mir, was ihr davon haltet. Schreibt vielleicht direkt einen Kommentar auf der Webseite. Ganz, ganz unten könnt ihr auch einen Kommentar auf der Webseite hinterlassen. Oder schreibt hier in den Facebook- oder YouTube-Kommentaren und dann weiß ich Bescheid. Vielen Dank im Voraus und wir sehen uns morgen. Tschüss!